Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Ich habe zwar ein bisschen länger nichts mehr aufgenommen. Komischer Grafikbug gerade. Ich habe zwar ein bisschen länger nichts mehr aufgenommen, zumindest zu Red Steel. Aber in der Zeit kam natürlich auch... Oh shit. Achso, ja gut, das ist ein Schwertfight. Okay. Ich war die ganze Zeit ein bisschen vorsichtiger, aber ich musste gar nicht vorsichtig sein. Weil es hier sowieso einen Schwertfight gibt. Macht er nur starke Angriffe? So wie es scheint. Ja. Oh. Jetzt hat er sich sogar mal einen normalen Angriff gewagt. Genauso wie da. Okay. Nice. Aber in der ersten Hälfte macht er nur starke Angriffe. Gut. Wie dem auch sei. Okay, jetzt bin ich gerade... Hier waren wir doch schon mal. Gab es einen Fehler in den Safe States? Nee, oder? Ich spiele erstmal weiter. Aber... Nee. Beim ersten Mal wurden wir ja... Stopp. Beim ersten Mal wurden wir gefangen genommen. Beziehungsweise nicht gefangen genommen, aber wir wurden... Wir wurden da in diesen komischen Kühlraum eingesperrt. Alter. Gab's wieder ordentlich Respect Points. Wir wurden in diesen komischen Kühlraum eingesperrt. Und wurden dann vom Schiff weggebracht. So war das. Okay. Ich sehe gar nichts. Runter. Und du auch runter mit der Knarre. Alles klar. Ja, was wollte ich sagen? Genau, es gab zwar jetzt länger keinen Red Steel Part mehr. Aber dafür habe ich euch mit Dying Light versorgt. Zumindest auch nochmal in gewissen Abständen. Und das mit den Eintagesabständen ging leider nicht anders. Beziehungsweise, ja klar, es wäre anders gegangen. Aber dann mit einem längeren Abstand. Erstmal. Mit einer längeren Pause. Und. Nice. Dann hätte es halt eine längere Pause gegeben. Und... Hinterher wäre es dann normal weitergegangen. Und ich dachte... Mann. Ich dachte mir so... Ja, gut. Ich denke, es wäre geiler. Dann einfach... jeweils einen Tag Pause zu machen. Und dafür dann jeden zweiten Tag halt was hochzuladen. Was zum Teufel? Ist der nicht verreckt? Okay, jetzt ist er down. Alter. Ich finde es auch schade, dass man sich hier nicht lehnen kann. Dass man vielleicht um die Tür schauen könnte. Nice. So wie in Rainbow... Ja, so wie in Rainbow Six Siege. Fällt mir gerade nur ein. Gibt bestimmt noch ein paar andere Spiele, klar, wo das geht. Cool, guck mal. Hier wurden wir eingesperrt. Nice. Gibt bestimmt noch ein paar andere Spiele, aber fällt halt gerade absolut keins ein. Rainbow ist da gerade das Erste, was mir in den Sinn kommt. Aber gut, ist auch egal. Ja, zurück zu der, zum Thema mit den Pausen. Ich fand das jetzt so mit den Eintagespausen besser, als da eine längere Pause zu machen und dann später normal quasi weiter zu uploaden.
So hat es halt jetzt jeden zweiten Tag ein Video gegeben. Wird natürlich der ein oder andere sagen, nee. Wäre schon geiler gewesen, wenn du... Wenn du einfach dann geschrieben hättest, also auf Twitter Bescheid gesagt hättest, yo, guck mal. Oh, ey. Hab doch gedrückt. So. Auf Twitter Bescheid gesagt hättest, yo. Es gibt jetzt länger kein Video mehr, aber dafür geht's in 3 Tagen normal weiter oder irgendwie sowas, klar. Aber es ist halt persönliche Präferenz. Da hab ich einfach so gehandelt, wie mir es am besten gepasst hat, beziehungsweise wie ich gedacht habe, dass es am besten ist. Und wenn ihr findet, dass ich dann einfach eine längere Pause machen sollte, dann könnt ihr das gerne auch schreiben. Falls sowas nochmal vorkommen sollte, aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht mehr vorkommt. War gerade am Überlegen, was überhaupt nochmal war, aber ich war krank. Also, gut, das kann man jetzt nicht verhindern, dass man krank wird. Aber ich hatte auch eher an sowas gedacht wie, keine Ahnung, dass ich mal keine Lust habe oder so. Gemischt mit, gibt gerade... Ich hab doch gesagt, das führt zu nichts. Lass mich los, oder ich erlöse ihn aus seinem Elend. Okay. Nice. Ich schulde Ihnen mein Leben. Ich bin Inoue Makoto, Psycho-Kommon des Hafenbereichs. Wie ich sehe, tragen Sie das Katanagiri. Es ist ziemlich ungewöhnlich. Und nie zuvor habe ich so viele Regelüberschreitungen erlebt. Es gibt hier keinen Respekt mehr. Kommen Sie mit zum Sanrokai. Ich sehe Sie als einen von Satos Männern an und werde Ihnen erklären, wie ich zur Geisel auf eigenem Gebiet wurde. Alles klar. Ja, wie dem auch sei, dass man krank wird, kann man nicht verhindern, aber ich dachte jetzt gerade an sowas wie, ja, es gab halt private Probleme oder so. Und da ist es dann natürlich eher eine Motivationssache. Als jetzt eine Sache von, ich kann wirklich absolut nichts aufnehmen. Frag mich gerade. Ach so, das zählt wahrscheinlich noch vom letzten Part mit rein, ne? Ja, okay. Aber heute haben wir nur 8 Minuten bisher aufgenommen, was? Okay. Geh in die Bar und sprich mit den Yakuzas, um dir eine Mission auszusuchen. Zwischen deinen Einsätzen kannst du jederzeit trainieren. Ja! Dann machen wir das doch nochmal. Ich denke, es wird wieder eine neue Cutter auf uns warten. Konnichiwa, Scott-san. Moin. Also holen wir uns die doch mal ab. Konnichiwa, Scott-san. Hallo. Du machst Fortschritte. Vater erlaubt dir das Erlernen einer neuen Technik. Mhm. Sieh dir die Schriftrollen an. Los geht's. Ja. Wollen wir ja. Genau deswegen sind wir hier. Zum Ausführen von Goldener Hammer folgende Kombination ausführen. Hallo? Was? Was soll der Scheiß? Hallo? Achso, Moment. Es will schon wieder nicht. Okay, nice. Ah,
ja, es kann noch Ewigkeiten dauern, aber da haben wir den zweiten. Ich weiß nicht, warum er den Schwerthieb nach unten ausführt, obwohl ich nach oben ziehe. Aber gut. Hä, wir haben doch jetzt drei. Okay, schon wieder nicht. Nein, bitte, mach doch jetzt das einfach. Hallo. Die lässt sich einfach kaputt prügeln. Nein, jetzt mach doch bitte. Nein. Ah, Alter. Diese Scheiße mit der Bewegungssteuerung. Wow, das war cool. Du kannst wirklich mit dem Schwert umgehen. Ich meine, ja, ich habe zwar schon mal gesagt, yo, Bewegungssteuerung gefällt mir gut. Aber wirklich nur dann, wenn es auch funktioniert. Sorry, Scott. Es gibt im Moment nichts zu lernen. Muss ich einfach Splatoon anschauen? Sorry, Scott. Es gibt im Moment nichts zu lernen. Ja, ist ja gut. Da sieht man, okay, so kann es funktionieren. So kann es gehen. Den. Ah, cool. Wenn man rauskommt, dann geht er nicht mal beiseite, auch wenn man sich ihm nochmal nähert. Das ist gut gemacht. Könnte ja auch einfach sein, dass wenn man sich ihm nähert, dass er dann zur Seite geht und sagt, yo, konnichiwa, Scott-san, und ja, lässt einen dann quasi durch. Aber es wird wenig Sinn machen, wenn man von drinnen kommt. So. Man sieht das bei Splatoon, wie es wunderbar funktioniert. Splatoon 3 werde ich übrigens auch Let's Playen an der Stelle. Mal nur nebenbei. Ich kündige das ja ungern an. Aber so für die Zuschauer, die sich wirklich alles anschauen, kann man das mal raushauen. Ja. Bei Splatoon sieht man, es funktioniert sehr gut, wenn man es will. Aber hier geht das irgendwie nicht so toll. Bei Splatoon ist auch eher Aimen, ne? Aimen gut. Funktioniert gut, besser gesagt. Nur halt diese Schwingbewegungen funktionieren irgendwie nicht. Besseres Beispiel, Skyward Sword. Da funktioniert es wunderbar, oder hat es wunderbar funktioniert auf der Wii damals. Da hat es wunderbar funktioniert. Und deswegen frage ich mich, warum funktioniert das hier nicht? So. Ich denke, wir gehen nochmal hier rein. Und machen die. Wie geht's denn so? Hey Scott. Ja, okay. Du eine neue wir machen die nächste du musst sie dir natürlich Waffenprüfung. Naja. Was haben wir dieses Mal? Warum kriegt man mehrere Punkte? Je nachdem, wie gut man gezielt hat, oder was? Okay, nice. Okay, die Waffe ist genau dein Ding. Nimm sie dir einfach. Das war easy. Gibt's noch hey, eins? Scott, ich hab da ein paar nette Spielzeuge in meiner Waffensammlung. Probier sie doch mal aus. Wollen wir? Jo. Du musst 80% der Ziele ausschalten, ja. Scheiße. Direkt verkackt. Warum hat das nicht gezählt?
dieser Waffe gut umgehen. Holy shit. Sehr gut. Sieh mal in die Waffenkammer. Also zum Schluss habe ich nochmal richtig geklappt, kann das sein? Obwohl die Ziele echt assi zu treffen waren. Möchtest du ein bisschen trainieren? Alter, Scott? Ne? Okay, das war's. Ich denke, wir nehmen uns aber für die nächste Mission dann tatsächlich auch die M40 mit. Füllen die auf. Logischerweise. Dauert ein bisschen. Ach Gott, ey. Dein Ernst? Wie viel können wir uns mitnehmen an Mun? Also ich finde, das sollte ein bisschen schneller gehen. Ich denke, wir gehen auf 80 hoch. Und noch einmal. Wunderbar. Sehr schön, dann schauen wir mal, welche Mission wir als nächstes annehmen werden. Spielhöllendistrikt, den haben wir ja, ne? Sie hatten dort Erfolg, wo alle versagt haben. Ja, gut. Er sagt nur nochmal so, ja, danke, dass sie das geschafft haben und so. Haben wir uns ja eigentlich schon angehört. Alles ist gut. Glückwunsch, Scott-san. Ja, ja. Ist gut. Ah, hey. Aber die Mission war cool, oder? Die Mission war cool. Scott-san. Weil Sie sich um das Problem gekümmert haben, ist der Schmugglerring dieses dreckigen Yamada vernichtet. Okay. Wir sind wieder im Geschäft. Arigato gozaimasu. Okay, den haben wir anscheinend auch schon. Und dann fehlen nur noch die drei, kann das sein? Ich möchte eins klarstellen, Gaijin. Mein Boss Kenzo Shiba ist eines der einflussreichsten Mitglieder der Sanrokai. Er kümmert sich um alle finanziellen Aspekte des Sato-Clans. Okay. Noch seit dem Verschwinden von Sato-sama schenkt der Tokais Lügen Glauben, obwohl ich ihm dringend davon abgeraten habe. Er ist nun ständig von Tokais Leuten umgeben, damit er es sich nicht anders überlegt. Wir müssen ihn im Bankenviertel aufsuchen und davon überzeugen, dass Tokai ihn reingelegt hat. Aber das ist so gut wie unmöglich. Wenn Sie mich eines Besseren belehren, werde ich Ihr ergebener Diener sein. Ja gut, dann machen wir das, ne? Hier schon wieder die Steuerung rumspackt. Ich hab das Aim gerade noch gelobt. Okay. Sind wir durch die Untergrundschächte? Ah gut, geht's natürlich auch. Beziehungsweise ist vielleicht sogar die einzige Möglichkeit, hier reinzukommen. Du musst zu Kenzo Chiba und ihn davon überzeugen, dass Tokai ein Verräter ist. Kenzo kümmert sich um die Finanzen des Clans. Begib dich ganz nach oben auf den Turm. Dort findest du einen japanischen Garten mit einer antiken Pagode. Chiba wohnt dort, seit er behindert ist. Alles klar. Dann geht's nach ganz oben. Ist das eine Luke? Sind wir da durchgekommen, oder? Oder wie? Ah, nee. Ich glaube, da sind wir durch. Okay. Alles klar. Gibt's hier schon was? Nö. Oh, wie schön das aber auch ist, oder? Wie detailreich das Spiel ist, wie viel Kram hier einfach rumsteht, diese File Cabinets hier und dann so Kopierer und Drucker und hier stehen ein paar Stühle rum. Ist schön gemacht. Das ist echt schön gemacht. Einfach so ein Abstellraum einfach nur. Mit so ein paar Sachen drinne, so ein paar Sachen reingeklatscht. Es ist zwar nicht wirklich so, dass man
sich viel Gedanken darüber machen müsste, was in so einen Abstellraum reingepackt wird. Aber es ist trotzdem schön gemacht einfach. Hey, keine Bewegung! Dass es auch mal so einen Abstellraum gibt. Und halt nicht nur die Räume, die halt nötig sind für die Story. Man hätte ja auch direkt zu dem Raum hier gehen können, nachdem man da durch die Tür geht. So ein Bullshit. Mann, jetzt geh doch da zur Seite. Mach doch da den... Okay. Dann machen wir es halt so. Ganz ehrlich. Ausweichen lohnt sich hier absolut nicht. Zack. Alter, ne? Das Gebäude sieht aber schon geil aus, ne? Hier mit den Säulen, mit diesen coolen Türen hier. Nice. Das ist einfach nur dieselbe Textur langgezogen. Okay. Ein Revolver, den wollen wir aber nicht. Wir haben ja unsere neue Pistole. Okay. Nice Detail wieder. Hier können wir noch nicht durch. Brauchen wir wahrscheinlich wieder eine ID-Card. So wie ich das Spiel kenne. Eine Schlüsselkarte. Oh, hier können wir nicht durch. Und wieder ein Revolver. Wo geht's lang? Ach, guck mal. Hier. Hier ist sogar die Tür offen. Ah, Speicherpunkt, alles klar. Alter. Hat jetzt aber lang gebraucht. Alles klar. Alles klar, Alter. Ey, Moment. Der da oben. Zack, runter damit. Haha. Nice. Da stand gerade Schlüsselkarte aufgenommen. Wir können doch unmöglich eine Schlüsselkarte aufgenommen haben. Runter. Hä? Hallo? Warum will er das denn nicht machen? Er wollte das nicht markieren. Alter, ne? Wie knapp das jetzt war. Und wie die Musik abgeht, Alter. Schade, ich hätte die Musik gern noch ein bisschen weiter gehört. Die ist schon geil. Nice, oder? Also ich finde, das hat richtig Atmosphäre. Kann man da oben weiter? Feind haben wir doch irgendwie die Schlüsselkarte aufgenommen, weil bei dem Boss lag das jetzt nicht. Obwohl ich mich trotzdem frage, wie wir die aufgenommen haben. Okay. Auch sehr komisch, dass das Schild da unten hängt. Aber gut, vielleicht ist es ja in Japan so. Keine Ahnung. Hier in Deutschland hängt es auf jeden Fall immer eher über den Ausgängen selber, beziehungsweise halt oben. Nicht so im Fußbereich.
Na, komm schon. Geht doch. Alter. Okay. Wo sind denn noch welche? Da drüben. Verstecken wir uns hier hinter der Säule. Alter, was geht hier ab? Was geht hier ab und wo ist... Ah, okay. Na gut. Kommt echt von überall. Auch von den Orten, wo wir eigentlich schon am Anfang waren. Wo einfach niemand herkommen könnte eigentlich. Mann, da ist nur eine Abstellkammer. Das führt zu nichts. Das ist ein Dead End. Aber gut. Was soll's? Vielleicht haben die ja einen Hinterhalt geplant. Oh. Okay. Wenn du hier direkt rumstehst, dann können wir das doch so einfach machen, oder nicht? Nice. Okay. Ich denke, jetzt benutzen wir mal die Shotgun. Und es kommt wieder ein Schwertfight. Nice. Hey, wer bist du? Wo ist der Boss? Ich finde, der hat sich gerade ergeben, tatsächlich. Ich finde das cool, dass immer mal wieder so ein Schwertkampf eingeschoben wird. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht abwehrt. Mach doch bitte. Danke. Nice. Aua. Und er wehrt nicht ab. Jetzt mach doch bitte. Dann richtig fest schwingen muss, ey. Holy shit. Ich habe hier natürlich nicht so viel Freiheit. Bewegungsfreiheit. Wegen dem Mikrofon. Ich möchte natürlich nicht dagegen schlagen. Aber gut. Vielleicht sollte ich trotzdem mal probieren. Okay, wir hängen uns hier hin. Kommt niemand oder was? Mach doch. Geil. Das war schön. Einfach versteckt und zum Aufzug gerannt. Sehr gut. Alter, ne? Ich erst absolut nichts getroffen habe. Oh! Er hatte auch eine M40. Nice. Es gibt hier echt viele Speicherpunkte, ne? Zur Hölle. Und wie hier einfach... Ich finde das schön gemacht. Man hat wirklich so das Gefühl, die handeln hier, die sind hier in der Börse tätig. Beziehungsweise mit Finanzen. Das ist echt geil. Das ist echt schön gemacht. Schön alle auch in Anzügen. Bin überall Rechner rum. Irgendwelche lustigen bunten Zahlen angezeigt werden. Oh, scheiße. Wie ich ihn nicht getroffen habe mit den Schüssen. Was? Ah, aber deswegen wollte ich mir eigentlich auch die Pistole aufheben. Also ein paar Schüsse für die Pistole. Bisschen Munition, besser gesagt. Für solche Situationen.
Weil da die Shotgun einfach viel zu ungenau ist. Nice. So sieht's nämlich aus. Aua. Ja, komm. Nice. Ey, wie da gerade schon wieder die Steuerung rumgespackt hatte, als ich auf den drauf gezielt habe. Kann das echt nicht sein, Alter. Weicher Punkt. Und wieder. Alter, was? Was ist hier los? Viele Waffen hier rumhängen. Teme, Shinji Rarene, du darfst dieses Schwert nicht benutzen. Doch. Das ist nichts Persönliches, Sir. Aber Sie dürfen nicht weiter. Warum nicht? Ich will aber weiter. Aha. Zack, so sieht's nämlich aus. Und wie ich da gerade ausweichen konnte, obwohl ich eigentlich gestunt war. Nice. Habe ich anscheinend ein richtig günstiges Timing erwischt. Easy. Ich bin ein Wurm, aber bitte verschont mich. Genug der Gewalt. Du ja, führst Satos in der Tat. Wie ein echter Krieger. Ich verstehe nicht, wie so etwas geschehen konnte, aber ich muss hinnehmen, was ich gesehen habe. Sato wirkt durch dich. Deswegen höre ich mir deine Bitte an. Wer? Wie ärgerlich. Jemand hat den allgemeinen Alarm ausgelöst. Das ganze Gebäude wird in ein paar Sekunden abgeriegelt. Die Türen gehen zu, die Aufzüge bleiben stehen. Keiner kommt mehr raus. Ja. Vielleicht kann ich ein paar der Befehle Kenzo ist auf deiner Seite. Aus deaktivieren und dir einen Fluchtweg öffnen. Aber du musst mir Zeit verschaffen, wenn jemand kommt. Ah, okay. Und deswegen stehen hier so viele Knarren, okay. Also, mit der Sniper ist das echt entspannt. Geil. Ich war zwar absolut nicht drauf, aber gut. Das ist das nervig, dass das Aiming so verschoben wird, ey. Aber gut. Nice, okay. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen mehr mit der Unterstützung spielen. Mich von der leiten lassen. Ja. So funktioniert's. Au, 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 au. Ich kann hier nirgendwo hin. Okay, ich denke, ich gehe mal ein bisschen nach oben. Okay. Aber die Steuerung spackt leider wieder rum. Ein bisschen shit. Aber ich denke, ich mache das echt gut. Bisher. Und wir haben es geschafft. Nice. Sehr geil. Der Rollstuhl.
Sieht witzig aus. Wie so ein Einkaufswagen. Versuch auf demselben Weg rauszukommen, auf dem du reingekommen bist. Beeil dich. Die Polizei ist unterwegs und du kannst hier nichts mehr tun. Geh jetzt. Ich regle die Sache hier schon. Keine Bange. Wir sehen uns bald wieder. Jetzt geh. Na, alles klar. Begib dich ins Erdgeschoss und flieh. Dann, let's go. Alles klar, okay. Wir kriegen jetzt anscheinend richtig Druck. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Und dass das Sniper sind, habe ich gerade erst gehört. Dachte schon, warum zum Teufel werde ich so gut getroffen von denen. Da sind schon wieder Sniper eingesetzt. Zack. Nice. Okay, sehr schön. Ich denke, das dürft's gewesen sein. Jetzt sind da halt unten nur noch ein paar Leute. Runter mit. Du auch. Hau ab. Du auch. Und ich kann den nicht anvisieren. Okay, toll. Warum kann ich den nicht anvisieren? Verdammt doch mal. Die Steuerung schon wieder. Alter, ne? Scheiß drauf. Lass hier einfach durchgehen. Okay, Speicherpunkt. Zumindest etwas. Und der Timer ist nicht mehr da. Aber ich denke nicht, dass wir es schon geschafft haben. Runter, runter, runter mit den Scheißknarren. Was? Och man, ich hab doch gedrückt. Man hat sogar Klicken gehört. Also irgendwie ist das echt scheiße manchmal mit dem Aim. Komm, zeig dich. Zeig dich. So. Das nervt ich gerade. Okay. Jetzt weiter. Welchen Aufzug? Okay, der ist blockiert. Also hier durch. Mann. Ich weiß nicht. Muss ich vielleicht ein bisschen weiter zurück? So. Weil man sieht es ja auch. Manchmal spackt die Steuerung einfach um. Da schon wieder. Also der Cursor, meine ich. Die Steuerung, bei der Steuerung ist alles fein. Ich kann hier springen, ich kann mich ducken, kann mich hin und her bewegen. Aber aimen ist halt, ne. Naja. Nicht so das Wahre gerade. Und wieder ein Speicherpunkt. Mann, können die mal mit den scheiß Speicherpunkten aufhören. Und hier hinten muss ich einfach nur durch. Hier hinten muss ich durch. Hä? Ich bin doch hierher gekommen. Wo muss ich denn lang? Alter, kommen hier viele. Alter, kommen hier viele. Holy shit. Hier durch? Da war sogar der Clan-Boss.
Alles klar. Und das war der Level. Es ist tatsächlich ein längerer Part geworden. Aber immerhin haben wir richtig was geschafft. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal im Dojo wieder und machen dann auch wieder die neue Waffenprüfung, falls es eine geben wird. Gut, aber hier bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.